muss ja jetzt resümieren. Die Sprache, die Hure, die nicht bezahlte, was man nicht machen will und so. Jetzt bin ich echt nervös. Habe ich heute erst ausgedruckt, habe ich mir selber gemeldet, habe ich unterwegs geschrieben. Weil mein Mitmoderator, der heißt Dennis, aber der heißt Dennis eigentlich, weil der nur ein N hat. Und da steht der total drauf. Deswegen haben die in der Schule immer Dennis genannt, so heißt er bei mir auch. Neulich war er dann, fand er, waren zu wenig Slammer, da hat er mitgeslammt und war total sauer, weil ich gesagt habe, jetzt kommt die Dennis. Habe ich gesagt, jetzt reg dich nicht so auf, du hast den Namen doch nur von deinen Mitschülern gekriegt, weil die anderen Mitschüler dich immer Dennis, der Penis, genannt haben. Also was, und seine Gedichte handeln immer vom Kacken und Scheißen und weiß nicht, Pissen und Ficken, weil das ist wohl das, was uns alle verbindet. Und er sagt mir immer, ich soll mal endlich Texte schreiben. Und ich frage ihn immer, ey, du warst doch Zuschauer, hast nicht kapiert, ich hab doch Slam gemacht. Und hab gesagt, ich mach sowas natürlich nie. Aber neulich, also der Hip-Hop ist, lag für mich im Sterben, als ich neulich überfallen wurde von so Kiddies, die voll auf Sido standen und mich halb totgeschlagen haben für einen Fuffi im Club und auch noch grenzenlos gut organisiert haben. Und dann war der Tilman Döring, der war auch mal in Trier beim Slam und der wurde da auch überfallen, so mit vorgehaltener Waffe. So, und das alles wegen, weil Sido gesagt hat, es ist gut, Kinder zu verdummen, noch mehr zu verdummen. So, dass sie dann zu McDonald's gehen und nicht mal mehr einen Hamburger kriegen. Weil sie nicht mehr reden können. Deswegen habe ich auch, was man, also früher war das in der Slam, die ganze Zeit, als das anfing, Witz, man macht auch keine Klo-Gedichte. Der Text heißt Rap-Toilette. Rap-Toilette. Die Toilette, um den Rap vom Rap zu retten. Immer wieder aufs Neue, grenzenlos, reizüberflutet, träge von vorn, beleuchtet, hetzen, eilen, 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 schneller, schneller, und unter Druck stehen, unter Druck stehen, unter Druck stehen, immer zu, immer zu, immer zu, orientierungslos, unter Druck stehen, dann plötzlich ankommen, Ruhe finden, ganz für sich sein, sich öffnen, sich absolut frei machen und endlich in die Tiefe gehen, endlos abwarten, dem Druck schließlich nachgeben und alles kommen lassen, immer nicht zu viel fallen lassen können, sich ins Weite verströmen, sich verschwenden, mit sich kämpfen, nach und nach ein Stück von sich hergeben, Raum schaffen, endlich leer werden, sich vollkommen ausdrücken können, dem gestaltlosen Chaos eine chaotische Gestalt geben. So was hat die Welt noch nie gesehen. Dabei Formen prägen und Werte, letztlich Zeichen setzen, erkennen, was in einem steckt, zu dem stehen, was von einem gemacht wurde. Everything hinter sich lassen, traurigen Abschied nehmen, sich dann aufrichten, nie mehr je nach hinten sehen oder nach unten schon mal gar nicht. Wieder aufbrechen, vorher Tür öffnen, Fensterläden aufreißen, frischen Wind verspüren. Tief durchatmen und dann aufatmen und sich aufs nächste Mal freuen und die Spülung drücken. Genau, einfach nur kacken gewesen. Im großen Stil, dazu brauchst du ein Klo mit ganz fettem Rohr. Habe ich neulich auf so einer Internetseite von so Gas- und Wasserinstallateuren gelesen. Wenn das nicht fett genug ist, dann, weil da hat so einer geschrieben, meine Familie, die macht das so oft, da ist kein Platz. Dann haben die ganz viel darüber gemäht, ein Jahr lang, und dann hieß es, am besten rufst du bei der Firma an und bestellst Modell Dagobert. Mit fettem Rohr, bayerischer Holzumtafelung, Bauernmalerei, eingebauten Laptopständer, Bügeleisen, Telefon, Faxgerät, Fotokopierer, Fernseher, Mikrowelle, Geldautomat, Spielcasino, Cocktailbar, Rotlichtviertel, Supermarkt, Arbeitsamt, Ticketautomat, Dorfdisco und natürlich Wasserbett! Schlicht und einfach Modell Dagobert! Ein Klo gegen die Wirtschaftskrise, das die Menschen vereint, für den Weltfrieden! Ein Klo, das den Rap vor dem Rap rettet! Das Modell Dagobert, ein Klo für jedermann! Ein Klo wie Sido.
Ja, wenn schon ein Klo wie Sido, ein Klo für jedermann.